müssen wir schon nicht anfangen. Ich brauche nicht reden. Einen Moment. Das alles verstehen natürlich. Gut. Hallo meine Lieben, wir sind hier im Hotel Brillantengrund, glaube ich heißt das, in der Bandgasse 4. Die SPÖ hat mich eingeladen als einer der wichtigsten Influencer Österreichs zum Frühstück mit Kern. Und ja, schaut selber, was passiert. Globalisierung, mache ich meine freiwillige Acht, wird auch eine solche bleiben. Lass mich unterbrechen. Ich werde wieder gehen, weil die Location ist nicht barrierefrei. Ich bin eingeladen worden. Es tut mir leid. Wir haben gesagt, hier kommt... wenn es keine Toilette gibt, dann ist es nicht bei Ärger. Aber ich kann noch was frühstücken, weil ich mit Pinkeln gehen kann. Ja, ja. Das sind die Basic Needs. Ich verstehe es. Und ich finde es mutig, dass ihr es gemacht habt. Aber ich müsste leider nicht rechnen, dass ihr auf sowas schauen müsst, wenn sie jemand wie mich einlädt. Es tut mir echt leid. Und du willst nicht noch kurz bleiben zumindest. Nein. Das ist, da muss ich auch zu mir und zu den Leuten, die ich stehe und... Ich bin als Influencer hier auch gesagt, weil ich nicht die richtigen, weil Sandermann jetzt da bleibt, sende ich falsche Message. Aber ganz ehrlich, es tut mir leid, aber. Aber weißt du was, dann machen wir so, dann holen wir das nach und wir treffen uns dann bei mir auf einen Kaffee. Ich kann mal gerne machen, aber das ist auch, das geht nicht. Ja. Dass ich mich einfach, ihr wisst, dass ich Rollstuhlfahrer bin und jeder hier kann essen, trinken, was er will und dann aufs Klo gehen, groß oder klein, nutzt das Ausleuchten, das ist ein Privileg. Das kann jeder und deswegen danke sehr für die Einladung. Aber du, danke, dass du da warst, aber wir machen das und holen das nach in einen besseren Platz. Gut. Danke. Ja, ich bin hierher gekommen zu dem Frühstück, weil ich mir gedacht habe, schauen wir mal, wie weit sie wirklich das Ganze drauf haben und ob sie es halt durch exekutieren, die barrierefrei, ob sie es mitdenken. Weil wenn sie mich schon einladen als Influencer, ich will jetzt nicht auf die SPÖ oder den Kern hinpeschen. Es ist Fakt, die Location ist nicht barrierefrei, nämlich bis zum WC durchdacht. Und deswegen werde ich auch wieder gehen. Ich wünsche allen anderen Influencern viel Spaß. Lasst es euch gut gehen. Geht aufs Klo, pissen und kacken, denn es ist ein fucking Privileg.